Man nennt sie auch Penis auf vier Beinen oder aufgeplatzte Currywurst. Das ist Bodyshaming pur. Punkten Sie doch mit Ihren inneren Werten. Die Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Nacktmulle entsprechen nicht unserem gängigen Schönheitsideal. Aber ich würde schon sagen, die meisten Leute, denen ich die Nacktmulle bisher gezeigt habe, sind schon gerührt. Und sehr viele Leute finden die auch süß. Genau. Und wer sich jetzt in die kleinen Penisse auf vier Beinen verliebt hat, für den heißt es ab in den Frankfurter Zoo. Denn neben den sieben erwachsenen Tieren gibt es seit kurzem die ersten Babys.